Herzlich willkommen hier zur nächsten Session. So, und der erste Vortrag hier ist von Georg Brandl über flexibles Experimentieren an Großforschungsgeräten dank Python. Ja, Georg ist ja sozusagen berühmt, Python-Core-Entwickler und Autor also diverser Python-Tools, Sphinx vor allem. Also das, was ja vielen Projekten für Dokumentation verwendet wird. Okay, du hast das Wort. Geht das? Ja, wunderbar. Also möchte ich euch auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Es soll heute nicht um Sphinx oder irgend sowas gehen, sondern es geht darum, was ich in meiner Arbeitszeit sozusagen mache. Und zwar arbeite ich, wie man sieht, an der Forschungsneutronenquelle in München, der TU München. Was möchte ich alle erzählen? Ich möchte natürlich ein bisschen Werbung machen für die Neutronenquelle. Nein, ich möchte nur sagen, worum geht es da eigentlich, was machen wir da und warum brauchen wir überhaupt Python? Eigentlich braucht jeder Python, er weiß es nur noch nicht, aber speziell warum? Wie sehen diese Instrumente aus und was ist dann dieses Nikos und wer benutzt das, was macht man damit und warum nehmen wir Python dafür? So, der FRM2 ist also ein Atomreaktor, der als Neutronenquelle verwendet wird. So sieht das Ganze aus. Einige kennen vielleicht das berühmte Garchinger Atomei, das war also der erste Reaktor. Und der zweite Reaktor, FRM2, steht hier drüben, ist also etwas größer, etwas moderner und hält auch aus, wenn Flugzeuge draufstürzen. Das Atomei nicht, nein, das ist oben relativ dünn, sonst hätte man das damals nicht so hingebracht. Der FRM1 war also in den 50er Jahren der erste Kernreaktor, den es überhaupt in der Bundesrepublik gab. Ist nach München geholt worden, was nicht unbedeutend an diesem lieben Herrn hier liegt, der sich da also eingebracht hat. Irgendwann war der natürlich dann etwas zu alt und man hat gesagt, man braucht einen Nachfolger. Und 2005 ist dann endlich der FRM2 in Betrieb gegangen. Und was viele Leute nicht wissen und was natürlich auch oft nicht dazu gesagt wird, vor allem von Kritikern, ist, dass das Ganze kein Experimentierreaktor ist, in dem Sinne, dass man Experimente mit neuen Kernbrennstoffen oder irgendwas macht, sondern man benutzt sie als Neutronenquelle. Natürlich ist das der leistungsstärkste Deutsche, in Bayern geht es nicht anders. Und auch in Europa lässt er sich ganz gut sehen. Und interessant, auch der erste und einzige nach Tschernobyl gebaute Reaktor in Deutschland. Kann man sich vorstellen, was für ein Aufwand das war. Das Ganze hat ein Brennelement und nicht wie bei Kernkraftwerken viele, viele. Er läuft jeweils 60 Tage am Stück und hat natürlich optimalen Neutronenfluss. Wenn man sich das anschaut, die Sicherheit ist natürlich genauso wie im Kraftwerk sogar noch besser und es wird vom Staat betrieben und nicht von der Firma, das ist auch noch ein ganz guter Punkt. Wir haben verschiedene Experimentierhallen, in denen wir dann die Neutronen benutzen an Instrumenten. Eine Experimentierhalle, die also um den Kern angeordnet ist, Neutronenleiterhallen, die dann dazu dienen, dass man die Neutronen weiter fortbewegen kann und dann mehr Instrumente am selben Platz aufstellen kann. Und da gibt es also einige davon und jedes dieser Instrumente ist ein ziemlich umfangreiches Ding. Das ist nochmal ein Querschnitt, man sieht also hier innen in der Mitte ist das Brennelement, man sieht, dass das Becken ganz gut genutzt ist von Strahlrohr. Also wir schmeißen nichts weg sozusagen. Wozu benutzt man Neutronen? Wir machen hauptsächlich Materialforschung. Man kann sich Neutronen vorstellen wie Röntgenstrahlen erst einmal. Man kann also zum Beispiel eine Festplatte durchleuchten. Das ist jetzt nicht so ganz sinnvoll, aber man kann auch andere Objekte durchleuchten, bei denen das sinnvoller ist. Vor allem welche, bei denen man auch mit Röntgenstrahlen nicht weiterkommt. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir machen können. Das Ganze ist natürlich entsprechend teuer. Wundert keinen, einen Reaktor zu betreiben. Das ist sowieso interessant, dass die TU München sich das leisten kann. Aber wir haben bei Neutronen sehr viele Vorteile gegenüber Röntgenstrahlen und deswegen lohnt es sich immer, so ein Ding zu bauen. Vor allem, nachdem auch international nicht allzu viele Neutronenquellen gibt. Und es gibt also manche Bereiche der Festkörperphysik, Magnetismus ist ein ganz wichtiger, wo man quasi nur sinnvoll mit Neutronen untersuchen kann. Wir machen auch noch Bestrahlung. Das heißt, wenn man schon so ein schönes Ding hat und dann einen hohen Neutronenfluss, dann kann man auch Materialien bestrahlen damit. Interessant ist Siliziumdotierung für die Halbleiterindustrie. Interessant ist Herstellung von Radioisotopen für die medizinische Diagnostik und sogar auch Bestrahlung von Tumoren direkt am Reaktor. Also man kann sich denken, das ist gut ausgenutzt und jeder Strahltag ist kostbar. Das wird dann später auch wieder wichtig sein. Ja, ein Instrument sieht
so oder so ähnlich aus. Das ist jetzt noch ein relativ einfaches, aber man kann schon hier erkennen, hier ist die sogenannte Burg, wo die Neutronen aus dem Leitersystem extrahiert werden. Hier stellt man die Probe hin, die man untersuchen will, wo der Neutronenstrahl drauf trifft. Und da hinten ist der Detektor. Und man kann das Ganze natürlich noch komplizierter machen und viel komplizierter. Interessant ist nur zu sehen, man hat einen ganzen Haufen elektronischer Komponenten, die sind alle steuerbar, sind alle kontrollierbar und die will man natürlich auch alle ansteuern können, um ein Experiment, was sehr umfangreich auch sein kann, dann möglichst effizient abzuschließen. Und es gibt also viele unterschiedliche Typen von Instrumenten, die haben teilweise auch sehr komplizierte Messverfahren, also man stellt nicht nur, drückt auf den Knopf und sagt, jetzt miss mal, sondern man muss einiges einstellen, man muss einiges verfahren, man muss Berechnungen machen etc. Und dann hoffentlich läuft das für eine Weile. Und man hat eine Vielzahl von Geräten, die dabei auch eine Rolle spielen. Also man muss natürlich Motoren bewegen, um Streuwinkel einzustellen, um Proben auf die richtige Stelle zu fahren. Man hat also 6 bis 8 Achsen pro Tisch und man hat mehrere Tische und man hat einige andere Motoren, die auch noch eventuell optische Komponenten in den Strahl fahren oder wieder rausfahren. Man hat natürlich Detektoren für die Neutronen, man hat eventuell andere Messgrößen, Magnetfelder, die man messen will. Man hat Probenumgebungen, man will also kleine Temperaturen erzeugen, Millikelvin sogar, wenn es nötig ist. Man will magnetische Felder anlegen etc. Man will eventuell Hochfrequenzfelder anlegen und es gibt noch eine ganze Liste von weiteren Geräten, die einfach mal so damit eingebunden werden müssen. Und das Wichtigste ist, man hat Nutzerbetrieb, das heißt, es sind nicht nur wir, die an den Instrumenten stehen und da experimentieren, sondern aus der ganzen Welt bewerben sich Nutzergruppen um Strahlzeit am Instrument. Und deswegen ist es wichtig, dass die damit auch gut umgehen können. Der Bildschirm schon ist angegangen. Danke. Das ist nochmal eine Skizze, wie sowas aussehen kann mit den verschiedenen Achsen, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, könnte ich gerne machen, aber die Zeit läuft. Was für Anforderungen haben wir an die Steuerung für das Ganze? Also wir haben viele Hardware-Komponenten, die sind alle meistens Einzelkomponenten, die nicht von der gesamten Firma geliefert werden und dann gibt es wiederum ein Knöpfchen, da drückt man drauf, sondern das sind Komponenten, die wir kaufen und dann integrieren müssen. Wir wollen das automatisieren, sodass wir im Idealfall eben wirklich dann am Schluss nur noch einen Befehl eingeben und dann ins Wochenende gehen. Das funktioniert meistens nicht, deswegen müssen wir dann auch am Wochenende kommen. Aber wir können zumindest schauen, dass wir das, was wir am Wochenende machen müssen, auch von Remote machen können. Es passiert auch nicht so selten, dass der Benutzer kommt und sagt, ich habe hier jetzt noch dieses Ding da mitgebracht, können wir das da noch irgendwie reinbinden? Das macht mir mein essentiell wichtiges Feld an der Probe oder das ist ein neuer Sensor, den ich unbedingt auslesen muss. Man muss also so ein neues Gerät, wenn es kommt, auch kurzfristig einbinden. Das sind Wissenschaftler, ja, die sagen nicht 2 Wochen vorher, ich komme und bringe das mit, sondern die bringen das einfach mit. Und die müssen das System nicht nur ihre Geräte einbinden, sie müssen das auch hinterher bedienen können. Sie müssen also irgendwas vorfinden, was sie leicht erlernen können und was sie dann auch irgendwie logisch ihre Messungen damit machen können. Ja, es muss einheitlich sein, es muss aber flexibel sein. Da bleibt eigentlich nichts Grafisches, GUI-artiges mehr übrig, weil das die Flexibilität man da nicht reinkriegt. Also braucht der User eine Programmiersprache. Und es gibt natürlich da diverse Ansätze, wie man sowas machen kann. LabVIEW ist eins davon. Allerdings, wer damit schon mal gearbeitet hat, der schaut dann ungefähr so aus. Und deswegen haben wir uns gedacht, das kann man besser machen, man kann nämlich Python verwenden. Also NICOS steht für Networked Instrument Control System, gibt es im Prinzip schon sehr lange, ist jetzt allerdings erst neu aufgefrischt worden in den letzten Jahren, ist also ein, wie der Name schon sagt, netzwerkverteiltes Steuerungssystem für eben alles, was ich jetzt gesagt habe im Prinzip. Hat natürlich alle Features, die man braucht für diese Streuexperimente, hat aber auch Features, die man braucht, um Experimente zu machen, im Prinzip, die mit Streuung gar nichts zu tun haben. Was jetzt zum Beispiel in der Reaktorpause nützlich war, weil da einfach Leute gekommen sind und gesagt haben, ihr habt doch da so einen Kryostat, der kleine Temperaturen erzeugen kann, können wir da nicht was messen? Und dann haben wir das System eben darauf angepasst, dass die gar nicht Neutronen verwenden, sondern einfach nur den Kryostaten. Das ging also auch ohne Probleme. Und was der Kern ist, dass man diese ganzen Komponenten, die ganze Hardware als Device-Objekte in Python verwaltet, die dann wiederum voneinander abhängen können. Also ein Schalter ist eine Komponente und dann hat man vielleicht eine Achse, die diesen Schalter betätigt und den Motor fährt. Das ist dann wiederum ein Device, was auf die anderen Devices zugreift.
Also man hat dann einen Baum von Devices, die alle jeweils eine Stufe höher in der Hierarchie stehen. Und das Wichtigste, man hat also Python als Schnittstelle zum Entwickler, der die Kontrollsoftware schreibt, als auch zum User, der dann sein Experiment durchführt. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Man hat also unten die dumme Hardware, die spricht eine Vielzahl von Protokollen. Wie gesagt, es ist nicht standardisiert, es sind verschiedene Hersteller. Es gibt auch natürlich Möglichkeiten, das anders zu machen. Es gibt von der Firma mit dem großen S, gibt es also ziemlich viele Komponenten, die man einheitlich ansprechen könnte. Aber wir sind eine arme Uni und kein großes Forschungszentrum und wir können das nicht bezahlen. Das heißt, wir nehmen, was gerade am günstigsten ist und das erfüllt, was wir an Anforderungen haben. Und deswegen haben wir da also einen ganzen Park von Schnittstellen, die wir ansprechen müssen. Dafür gibt es die sogenannten Taco-Server, was das heißt, erkläre ich nachher gleich noch, die also die Low-Level-Kommunikation übernehmen und dann die Python-Schnittstelle hier oben spricht damit über RPC, das heißt, hier steckt auch der ganze Netzwerk, also ein Teil des netzwerkverteilten Systems drinnen. Und dann haben wir hier oben drei Dämons, die sich gegeneinander Informationen zuschieben, die ich dann auch noch im Detail erklären werde. Einer, der den Code ausführt, einer, der Daten sich cached, also der die Daten sich besorgt und dann zwischenspeichert und einen, der die Devices abfragt, was ist dein aktueller Wert, was ist dein Zustand und was machst du überhaupt gerade. Und dann gibt es natürlich die Clients, mit denen der User arbeiten soll. Ja, dieses Taco hat jetzt mit Python weniger zu tun, sind C++-Server, die also über das Netzwerk, über RPC miteinander kommunizieren, kommen auch nicht von uns, sondern von der europäischen Synchrotron-Quelle in Grenoble. Und das ist also die Basis, auf der das meiste in dem System steht und was die dumme Hardware erstmal anspricht. Und dann hat man eine mehr oder weniger einheitliche Schnittstelle, mit der man schon mal ganz gut sprechen kann. Das ist aber sehr umständlich, damit direkt ein Instrument zu steuern. Und deswegen will man also mehr und mehr High-Level werden und die Dämonen, wie gesagt, der Cache puffert den Zustand des Instruments, merkt sich also, wo stehen alle Achsen, wo ist die Temperatur, wo ist das Magnetfeld, das ist auch später sehr wichtig, wenn der Nutzer dann mal kommt und sagt, da ist ein ganz komischer Effekt in meinen Daten, kann es sein, dass zu der und zur Zeit irgendwas aufgetreten ist, dann geht man da rein, schaut nach, ja, da war was oder da war nichts, du hast was Neues entdeckt und kannst dich auf den Nobelpreis freuen. Und es wird also archiviert, man macht Logging, macht Analyse, man kann die Daten in Echtzeit sich angucken. Das Ganze funktioniert, indem man die regelmäßig abfragt im Poller und schließlich das Wichtigste ist der Dämon, der den Code des Nutzers ausführt. Und das tut er auch noch in einer intelligenten Art und Weise, indem man ihn in einer Art Debugger-Modus laufen lässt, da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Und natürlich gibt es Clients. Diese Clients können ganz verschieden ausschauen. Man hat also Clients für irgendwelche GUIs. PyQt ist da jetzt das Mittel der Wahl momentan. Man kann das Ganze auf der Konsole betreiben, man kann das Ganze über eine Webschnittstelle machen. Da kann man sich also überlegen, was man da gerne haben möchte. Das ist im Prinzip relativ einfach, einen Client zu machen dafür. Und zum Beispiel auch Clients wie ein Statusmonitor, der einfach die aktuellen Werte anzeigt, ist sehr wichtig. Ja, wie schaut das aus, was der Nutzer damit nutzt an Code? Man hat also diese Device-Klassen, die eine recht hohe Ebene von Abstraktion schon bieten und man hat dadurch auch wenig Aufwand, wenn eben ein neues Gerät kommt und man das schnell mal programmieren muss. Das kann also dann auch der Wissenschaftler machen, der vor Ort ist. Und es gibt dann recht einfache, aber im Prinzip komplex arbeitende Befehle, die zum Beispiel einen Scan machen, eine Achse verfahren und messen, die einfach nur messen. Es gibt natürlich auch simplere Befehle, die ein Gerät irgendwo hinfahren, eine Achse oder eine Temperatur auslesen, warten, bis es da ist und so weiter. Und diese Befehle werden dann in den Klassen implementiert. Natürlich gibt es Features wie Logging und Datenfileverwaltung etc. Das Ganze wird über Python konfiguriert, ist also da auch konsistent. Und die Klassen schauen dann ungefähr so aus. Man hat eine Device-Klasse, von der alles ableitet. Man hat Readable für nur lesbare Geräte, Movable für fahrbare Geräte, Measurable für zählbare Geräte, die also irgendwelche Detektorwerte liefern. Und diese haben dann zum Beispiel eine Methode doRead, die den Read-Befehl ausführt. Und dazwischen liegt dann noch die Schicht, die zum Beispiel den aktuellen Wert, wenn er schon ausgelesen wird, nicht wegschmeißt oder nur dem User ausgibt, sondern auch in den Cache stopft. So, wie schaut dann das ganz primitiv aus? Das ist jetzt also
eine konsolenartiges Interface. Man hat einfach einen Befehl read, der liest jetzt in dem Fall zwei Achsen aus, die zum Beispiel in X- und Y-Richtung fahren. Man sieht also, okay, die sind bei irgendeinem Wert. Ich kann die irgendwo an einen neuen Wert hinfahren und darauf warten, dass sie ankommen. Und wenn ich dann wieder auslese, dann sind sie da. Ja, das ist also auf dem Level arbeitet dann auch der Nutzer damit. Und man sieht, es ist offensichtlich Python. Dem Nutzer ist das eventuell gar nicht klar erst einmal, sondern er kommt dann erst stückweise dahinter, was er damit alles machen kann. Ja, und ein Scan ist dann halt, ich fahre eine Achse von einem Startwert mit einem gewissen Intervall 6 Schritte weit und zähle da jeweils 5 Sekunden und dann kommt irgendwas raus. Und eine Device-Klasse kann ungefähr so ausschauen. Man hat also, wie gesagt, Movable. Man hat davon Parameter, die definieren, wie spricht das Device an oder was für Eigenschaften soll es haben, auf die man dann hier, wie man sieht, als Attribut zugreifen kann. Das lässt sich dann in der Konfigurationsdatei eben für jede Instanz eigens festlegen. Und dann jetzt hier beispielhaft ein Power Supply, wo man einen Strom einstellen kann, indem man über eine Serial-Schnittstelle kommuniziert. Und im Prinzip ist das das Minimum, aber auch oft das, was ausreicht, um ein neues Device in das System einzubinden. So, wie macht sich das Ganze? Sehr gut. Also wer kommt, ist vielleicht erst einmal ein bisschen skeptisch. Was ist das überhaupt? Ja, und warum heißt es nach einer Schlange? Aber das tut es eigentlich ja gar nicht. Im Prinzip, wenn Sie mal ein bisschen da sind, dann lieben das die Nutzer und sagen, entweder wenn Sie Python schon kennen, ah super, da kann ich gleich meine ganze Auswertung mit einbauen, was jetzt auch nicht unbedingt der Sinn der Sache ist, aber gut. Oder Sie sagen, ja, ich habe schon gehört, Python und so weiter, super, jetzt kann ich das auch. Ja, gut, warum nicht? Eingewöhnungszeit wegen Whitespace und so weiter ist natürlich da, aber es sind immerhin Wissenschaftler. Und ja, die schreiben dann auch 1000 Zeilen lange Messskripte und lassen die laufen und die funktionieren sogar. Danke. Ja, ich wollte eben nur noch ein paar Schmankerl präsentieren, die zeigen, warum ist Python überhaupt so gut dafür. Man hätte es natürlich auch mit vielen anderen Programmiersprachen machen können, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach unverzichtbar. Ja, zum Beispiel, ich habe in meinem Namespace einen Motor namens TX, den fahre ich auf irgendeine Position, soweit gut. Jetzt machen User manchmal das hier, dass sie sagen, ich berechne die Position, auf die ich fahren will und dann fahre ich den Motor dahin. Ja? Und dann stellen sie natürlich fest, ups, jetzt habe ich mein TX überschrieben. Und jetzt komme ich auch nicht mehr so schnell dahin, weil das TX hat irgendein Utility-Modul da reingestopft und jetzt ist es weg. Und die Lösung dafür ist sehr simpel. Man macht eine neue Namespace-Klasse, die von Dictionary abgeleitet ist, in der das Überschreiben von bestimmten Namen, die ich hier definieren kann, einfach verboten ist. Ja? Und man führt dann den User-Code in diesem Namespace aus und dann gibt es das Problem nicht mehr. Und man verwendet trotzdem die normale Python-Konsole, zum Beispiel in Form des Code-Moduls. Dann Debugging. Ja? Wie gesagt, der Nutzer führt irgendwelche Skripte aus, der Nutzer will die Skripte eventuell unterbrechen, stoppen, er will Nothalt machen, weil die Achse gegen die Wand fährt oder er will das Skript updaten, sein 1000-Zeilen-Skript. Hat er gemerkt, dass in Zeile 945 ein Fehler ist, aber er will die Messung nicht abbrechen. Also die Lösung, das AST-Modul lässt zu, dass man den Code erstmal parst und auseinandernimmt und dann die einzelnen Stücke einzeln ausführt. Das heißt, da kann ich dann Stücke, die noch nicht ausgeführt sind, updaten und ich kann gleichzeitig das Ganze im Debugger-Modus laufen lassen mit einer Trace-Funktion, in dem Fall in C geschrieben, ging aber mit einer Python-Trace-Funktion genauso und die implementiert man dann das Feature, ich kann anhalten, ich kann stoppen, ich kann nothalten. Ist also auch built-in, brauche ich nichts weiter machen, als ein 400-Zeilen-C-Modul zu schreiben, was für C ja relativ wenig ist, um meine Breakpoints hier einzubauen. Und Metaklassen helfen auch, ja, wie üblich. Wir haben schon gesehen, dass diese Parameter definiert werden in der einzelnen Klasse. Jetzt hat man natürlich in einer Klassenhierarchie Klassen, die Parameter benutzen, die eigentlich von der Basisklasse kommen. Ich will aber nicht in jeder Klasse dieselben Parameter wieder definieren. Also zum Beispiel in dieser Hierarchie, das IO-Device hat einen Parameter Bits, das mir angibt, wie viele Bits hat das IO. Und dann habe ich ein Named-IO-Device, das auch noch Namen für diese Bits vergibt. Und die Metaklasse von Device sorgt mir jetzt dafür, dass das letztendliche Named-IO beide Parameter hat. Als Properties, die auch gleichzeitig typgeprüft werden. Und das Ganze völlig transparent für den Nutzer und für den Programmierer. Und Dekoratoren kann man natürlich auch noch verwenden.
um zum Beispiel Fehlermeldungen in der Python-Konsole richtig zu behandeln und dem Nutzer auch zu präsentieren, was hast du wirklich falsch gemacht, weil manchmal die Fehlermeldungen für Programmierer einsichtig sind, aber nicht für die Nutzer. Also macht man einen Wrapper und so weiter, fängt in der Originalfunktion die Fehler ab und hat dann eine neue Exception, die geschmissen wird. Und nicht zuletzt helfen uns auch einige der Batterien aus der Philosophie Batteries Included. Natürlich die trivialen sowieso, aber auch die nicht trivialen, zum Beispiel der Socket-Server ist die Basis für den Execute-Daemon. Das Logging-Modul wird benutzt, um alle Messages hin und her zu schicken. Pickle wird natürlich benutzt für das primitive Web-Interface, WSGI-Ref, das E-Mail-Modul und C-Types ist auch immer ganz hilfreich. Man hat also ohne große Third-Party-Module relativ viel abgedeckt. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, Fragen? Wie sieht's aus? Ja. Das sah eben alles so nach Python 3 aus, was du da auf der letzten Folie hattest. Nein, das ist 2 und momentan auch wird es auch 2 bleiben. Ja, weil ja. Socket Server zum Beispiel war schon in der neuen Schreibweise, ne? Wo? Wer? Nee, ein weiter. Ach so, ja. Das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall, ja. Okay. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, das auf Python 3 zu bringen? Letztendlich ja, aber momentan ist das nicht das Hauptziel. Ja. Die Nutzer sind natürlich gewöhnt, dass sie Print ohne Klammern verwenden. Ja, gut. Ich würde gerne eine Frage im Namen meiner Kollegen stellen, die immer Probleme haben, ihre Kameras auszulesen. Was für Kameras werden von dem Framework unterstützt? Kameras soweit noch keine, weil wir eigentlich bei den Neutronen immer nur Einzelzellrohre oder Drahtkammern verwenden. Das heißt, das sind ziemlich unterschiedliche Hardware-Typen, die da verwendet werden. Okay. Wenn jetzt hier wirklich so ein Wissenschaftler kommt und sagt, der bringt jetzt sein Gerät mit, wer macht denn die Schnittstelle dann dazu? Habt ihr ein Team dafür, das die Anpassung macht? Das kann das Team machen. Es kommt jetzt darauf an welchem Instrument. Ja, wenn es bei uns ist, dann macht es ich. Aber ansonsten gibt es ein Team, das das System kennt und das dann relativ schnell anpassen kann. Also das Team ist nicht besonders groß, aber nachdem das relativ einfach ist, sowas auch in kurzer Zeit hinzubringen, klappt es auch mit dem kleinen Team. Ich habe die Frage, wirkt sich das irgendwie jetzt auf den Entwicklungsprozess aus, dass ihr jetzt da im radioaktiven Umfeld seid? Sprich, nein, nicht. Also jetzt mehr wegen dieser erhöhten Sicherheit und von mir aus Zertifizierung von Quelltext, der dann irgendwie gegengecheckt werden muss? Oder? Überhaupt nicht, weil wir Gott sei Dank mit dem Reaktorbetrieb als solches nichts zu tun haben. Also die Abteilung Betrieb ist völlig getrennt von der Wissenschaft, nachdem die Wissenschaft ja nichts am Reaktor selber tut. Und deswegen gilt hier dasselbe wie in den meisten anderen Labors, einfach mal hacken und dann wird es schon. Und je nachdem, wie professionell man das betreiben wird, wird es natürlich dann getestet und es wird dokumentiert. Und nachdem das hier ein Standard werden soll für das ganze Institut, werden wir das auch nach und nach tun. Aber wir müssen uns Gott sei Dank keiner Zertifizierung oder Überprüfung durch den TÜV oder irgend sowas unterziehen. Ja, das wäre der Tod. Ja, richtig. Ja, okay. So wie ich das sehe, ist keine Fragen mehr. Naja, vielleicht die eine noch. Aber ganz schnell. Muss der Chairman entscheiden. Wird für Python Qt eine Entwicklungsumgebung benutzt oder wird das quasi als Konsolencode eingehackt? Richtig, es wird der Designer verwendet, um UIs zu generieren, aber ansonsten ist es Emacs in dem Fall. So, okay, vielen Dank. Das war erstmal jetzt der erste Vortrag in der Session. Okay, und wir können uns schon mal einstellen auf PyRserve.